Hallo, ich möchte nur ganz kurz zeigen, wie ich einen Google-Kalender im Exchange importieren kann, zyklisch. Dazu hat Google für uns in diesen Einstellungen und Freigabe folgende Möglichkeit vorgesehen. Es gibt hier diese Privatadresse im ICAL-Format, die kopiere ich mir und diese möchte ich nun verwenden in einer ICAL Importaufgabe vom Xmixed Folders. Ich kopiere jetzt meine Adresse hier rein und möchte nun einen Exchange-Ordner auswählen, in dem ich dann die Termine importieren möchte. Und zwar immer, wenn sie sich geändert haben. Deshalb habe ich hier 0 Tage ausgewählt. So, in meinem öffentlichen Kalender, in dem ich jetzt diesen Google-Kalender importieren möchte, befinden sich bereits Elemente, die möchte ich löschen. Deshalb wähle ich diese Einstellung und jetzt sage ich Speichern und Dienst neu starten. Und ich hoffe, dass er jetzt bereits Termine importiert. Ja, das war's auch schon. Der Ordner wird jetzt jeweils, wenn die Datei sich ändert, importiert. Man kann natürlich hier auch noch ein Intervall einstellen. Beispielsweise, wenn ich jetzt einen Ferienkalender importiere, dann muss ich den ja eigentlich nur einmal im Jahr lesen und kann hier eine größere Zeit einstellen.